So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir haben es ja letztes Mal geschafft, in diese Feste hier einzudringen, wollte ich schon sagen, reinzukommen. Und sollen den Menschen hier jetzt helfen, diesen Riss zu schließen. Was mich jetzt gerade nur wundert, hier ist die Feste, hier sind keine Soldaten und hier direkt ist ein Riss, wo Monster kommen. Naja, wie dem auch sei. Wir sollen den Menschen helfen und ich werde den Menschen helfen. Ach, Level Dings hier, Level 4. Ja, steh auf, steh auf. So. Warum steht der nicht auf? Wo ist der andere? Kommt hier nicht noch einer? Ja, da kommen noch welche. Ich habe meine Rüstung. Du wirst erstmal eingefroren, Kollege. So. Na, da kommt. Wer hat denn hier wenig Energie? Die Hand. Wo ist er? Da ist er. Du kommst jetzt nochmal mein Schild. Ich hoffe, der schließt das auch automatisch. Ja, hier, schließ mal. Nur der Herold kann damit interagieren, okay? Und den Herold kann ich nicht steuern. Nein, den Herold kann ich gerade nicht steuern. Es gibt hier gerade einen Fehler. Ich kann ihn leider nicht steuern. Ja. Leider kann ich ihn wirklich nicht steuern, wie es aussieht. Da gibt es wohl gerade einen Fehler. Ah, aber ich kann draufklicken, glaube ich, und sagen. Kann ich auch nicht. Es ist nicht möglich, diese vier Charaktere oder die drei Charaktere auszuwählen. Naja, handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Fehler. Das bedeutet, ich muss leider einen neuen Spielstand laden, wie es aussieht. Ja. Ich kann hier nichts dran ändern. Fähigkeiten sind überaus bemerkenswert. Nee, ich kann nichts dran ändern. So Leute, dann machen wir das jetzt so. Ich werde mal kurz laden, einen Spielstand, und wir sehen uns dann gleich mit dem geladenen Spielstand. Bis gleich. So Leute, herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Und wir können den Charakter wieder wechseln. Also das hat sich um einen kleinen Bug in-game gehandelt. Jetzt ist es jedoch wieder möglich, hier zwischen allen Charakteren zu switchen. Und ja, dann geht's erstmal weiter. Greift schon mal an. Hier, greift doch an. Da, greift an. Ihr seid doch Idiot. Wieso macht er nicht sein Schutzschild auf uns? Ich weiß nur, ja. Das war's schon? Ging aber jetzt schnell, ne? Wo sind die anderen? Ach, die kommen jetzt. Da. 351, kein schlechter Schaden. Ja, der hat niedrige Gesundheit, aber der hat ja auch noch sein Schild, bevor er stirbt. Das ist kein Problem. Ich denke mal, diese Feste hier und die Leute der Feste werden sich mir anschließen, wenn ich diesen Riss hier geschlossen habe. War's das? Ja, das war's. So. Der Riss ist geschlossen. Einfluss 999 von 1000.
990 von 1000. Ah, und ich habe Macht dazu gewonnen. Ich habe ein neues Item. Also, das war ganz gut hier. Dieser Riss, der hat mir gefallen. Wie, und das hier ist eine Höhle für die, oder was? Das ist ja keine Höhle. Oder haben die nochmal einen eigenen Eingang? Nee, das ist eine Höhle für die. Naja. Warten die jetzt alle auf mich? Klatscht mal bitte. Ihr habt die Risse geschlossen. Ja. Ihr seid wahrhaftig der Herold Andrastes. Ja, sicher. Ist er das? Was? So, hier, zu ihr muss ich. Hey! Bei den Fällen des Erbauten. Ah, endlich. Was war ich für eine Närrin, an euch zu zweifeln? Kein Problem. Alter! Sprich doch mit mir. Bei den Tränen des Erbauers. Was war ich für eine Närrin, an euch zu zweifeln? Wie können wir euch dienen, Herold Andrastes? Schließt euch an. Helft den Flüchtlingen. Macht die Inquisition bekannt. Sammelt Informationen. Macht die Inquisition bekannt. Bringt wohl am meisten. Lasst die Gläubigen die Kunde von der Inquisition verbreiten. Wie ihr wünscht, Herold Andrastes. Einige wenige werden hier bleiben. Der Rest wird aufbrechen und euren Willen erfüllen. Gut so. Vergesst nicht, dass wir euch gedient haben, wenn euch der Erbauer zu eurer großen Bestimmung ruft. So, gepriesen sei der Herold Andrastes. Quest abgeschlossen. Ja, so geht's hier. Was ist das denn hier vorne? Emissär? Gläubigen leben, um euren göttlichen Willen zu folgen. Was ihr sagt, wird geschehen. Wo ist das denn hier? Ich dachte, der war das flache Atmung-Ding nicht irgendjemand, so ein Bubi, der nach Hause kommen soll? Oder wie war das? Erstmal Inventar checken. Rüstung, Speerrüstung, Abenteuerhaube. Ist besser als... Hä? Templerhelm ist nicht so gut, okay. Da ist die Abenteuerhaube besser. Was hat der hier für eine? Alter, was? Krass, 15. Was hat sie? Sie hat 11. Und was hat er? Er hat die ganz schlechte. Ja, da ist der Templerhelm schon besser gegen, genau. Und Waffen haben wir doch nichts Neues, oder? Ja, den habe ich ja schon. Vorschlaghammer, funkelnder Stab. Nee, Accessoires, genau. Amulett der Einsatzbereitschaft. Regenerationszeit. Was denn Regenerationszeit? Sämtlicher Fähigkeiten und angegebener Werte. Ja, das ist natürlich Bonus auf Barriereschaden. Ring der Barrieredurchdringung. Ja, den würde ich hier mir... Ja, der Varric hat noch nichts. Ach so, der hat den. Ja, aber die Barrieredurchdringung würde ich eher ihr geben. So. Wo ist denn der Typ, den ich hier finden soll? Das sieht so aus, als wäre der in der Burg drin. Ist eine Frau, die Schwierigkeiten hat. Ohne einen bestimmten Trank wird sie vermutlich sterben. Ja, aber der ist wahrscheinlich doch in der Burg drin, irgendwie oben. Und da die mir jetzt zu Dank verpflichtet sind. Machen die eh alles für mich. Kann man hier runterspringen? Nein. Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass ich die Magier und da ist irgendwas hinten. Ah, da ist wohl was Gutes drin. Weil sonst wäre es nicht so versteckt. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch echt gut. Das sieht doch echt gut aus. Schülerrüstung ist nicht so gut, aber wahrscheinlich der Söldnerharnisch, der ist auch nicht so gut. Söldnerharnisch, ja, der ist besser. Hä? Also den Söldnerharnisch kann nur ein Schurke nehmen. Und die Schülerrüstung kann ein Magier nehmen. Na, schade. Ist ja nicht schlimm. Habe ich was zum Verkaufen? Hä? Okay, wie komme ich denn da oben hin? Ach, hier rüber. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das zu lesen. Präziser Langbogen. Schaden 60.
Ist der besser als den ich jetzt habe? Ach, das ist der komplett gleiche. Scheiße. Und ich dachte jetzt, das ist ein stärkerer Bogen. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Hinaufklettern. Ach, die klettern von alleine. Okay. So, hier müsste der Bubi sein, ne? Da ist er. Seid gegrüßt. Ja. Mein Name ist Hindel. Ich weiß, eure Mutter braucht euch. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich... in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank. So. Jetzt geht's weiter. Was haben wir hier noch? Hier haben wir da was zu plündern. Und der Typ, der erschossen wurde. Der da mit dem Pfeil irgendwo liegt. Wir wollen hier keinen Ärger. Da. Die anderen müssen mir ja nicht nachlaufen. Das ist ein bisschen doof, dass man nicht schleichen kann. Wow. Dass man sich nicht ducken kann. Na, die Steuerung ist jetzt... ist okay. Ich bekomme die Sachen von ihm. Okay. Das ist die Hauptsache. So. Zack. So. Jetzt einmal noch hier rein. Und schauen, was es hier... ah, hier. Was es hier gibt. Und dann denke ich mal, sollten wir diesen Ort auch verlassen. Weil dann haben wir alles, was man hier machen kann, gemacht. Ich finde, es wird Zeit aufzuhören, den Verletzten zu spielen, Varric. Ich soll vergessen, wie oft ihr mich tatsächlich verletzt habt. Das habe ich nicht. Ich habe euch befragt und nach Haven gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählen konntet. Und dann habt ihr gesagt, danke, Varric. Wir glauben euch, man sieht sich. Langschwert, ja, tut nicht so, als wärt ihr ein unschuldiges Opfer. Ich hätte weit Schlimmeres tun können und das mit Recht. Danke, das kann ich nicht benutzen, ja? Die Kugel kann ich nicht benutzen? Jetzt geht's mir schon viel besser. Okay. Ich dachte, das ist auch wieder ein Rätsel oder sowas. Aber die Aussicht möchte ich einmal mir anschauen. Ja, ist okay. Ja, von hier kann man bestimmt irgendwo einen Gegner erschießen. Nee, kann man leider nicht. So, sollen wir mal eine Schnellreise machen? Und zwar, was ist das? Finde die 5 Vorratslager. Ach so, ja, okay. Wenn ich schon mal hier in der Gegend bin. Die Vorratslager wollte ich ja eh finden. Ah, was? 80 Damage? Alter. Ja, okay. Wir wollen hier keinen Ärger. Man kann die Leiter so schnell runterrutschen. So, die rutsche ich lieber runter. So, auf geht's nach unten. Ich würde sagen, wir gehen dann mal eben... Hä? Das Dingen hier finden. Wir wollen hier keinen Ärger. So, dann gehen wir hier lang. Dann schauen wir mal hier, was wir hier finden. So. Also hier möchte ich nicht hin. Da möchte ich definitiv nicht hin. Das ist hier irgendwo eine Abzweigung. Ach, da oben geht's lang. Hier rechts soll was sein? Ja, eine Wurzel. Die interessiert mich gerade wenig. Ne, die interessiert mich nicht, die Wurzel. Ich will einfach nur dieses Lager finden. Aber irgendwie komme ich hier nicht hin. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss gestehen, eure Ent... Alter! Komme ich von hier hinten hoch oder was? Muss ich den... Entscheidung zu bleiben hat mich überrascht, Solus. Nee. Warum? Die Bresche stellt weiterhin eine Bedrohung für uns alle dar. Dennoch hätte ich gedacht, dass ihr nun, da wir einen Plan haben, wie wir sie schließen, vielleicht gehen wollt. Ah, ihr meint, weil ich ein Abtrünniger bin, sollte ich womöglich besser fliehen, bevor mich die Inquisition in Ketten legt. Ich nehme meine Verpflichtungen ernst, Sucherin. Solus ist doch mein Freund. Komme, was wolle. Ich werde das hier zu Ende bringen. Wie ihr meint. Ich kann euch jedoch nicht garantieren, was in Zukunft geschehen wird.
Solus ist doch einer von uns, also den, da werde ich mich einsetzen, dass ihm nichts passiert. Der kämpft von der ersten Minute an meiner Seite. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ach so, wieder so ein Ding hier. Opferdolch. Hä? Wo? Ach, scheiß auf die Wurzel. Aber da ist ein Mosaikteil, glaube ich. Oder eine Kiste. Da ist eine Kiste. Alter, wie viele Pläne ich denn finde. Ich muss mir die Pläne gleich mal reinziehen. Na, schade. Wenn ich mal wieder in der Stadt bin, in der Hauptstadt oder in Redcliffe. Wie weit ist das von hier? Ach, okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier irgendwie lang muss. Oder halt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Was ist das denn hier überhaupt? Scherben im Hinterlande. Flache Atmung. Ja. Was ist das? Machenschaften der Kater. Okay. Hier kann man nicht hinreisen, ne? Legende nur. Aktivieren? Was ist denn aktivieren? Hä? Okay. Als Hauptmission. Und das ist was? Keine Ahnung, was das hier wieder alles für Sachen sind. Also Redcliffe ist extrem weit entfernt, wenn man mal schaut. Der Weg von hier nach hier ist so ungefähr wie von hier nach Redcliffe. Und auf dem Weg habe ich schon Stunden verbracht. Flache Atmung, ja. Konnte ich die Mission nicht beenden? War nicht flache Atmung das, was ich beenden wollte? Flache Atmung. Oder ist das das hier? Wie? So, sonderbare Bettgenossen. Ich war doch gerade da. Warum soll ich denn nochmal dahin? Sie hatte den Auftrag, etwas über die Abtrünnigen herauszufinden? Nein. Die hatte den Auftrag, sich mir anzuschließen. Wisst ihr, Sucherin, für jemanden mit eurem Taktgefühl und Charisma habt ihr eine ziemlich gute Inquisition auf die Beine gestellt. Ich gehe zu euren Gunsten mal davon aus, dass ihr sie nicht alle mit Gewalt hergeschleift habt. Wie nett von euch. Man kann schließlich nie wissen. Könnte ja sein, dass ihr Rüschchen entführt habt und sie nur zu höflich ist, um etwas zu sagen. Liliana hat Josephine rekrutiert. Sie sind befreundet. Na, dann gibt es ja eine rationale Erklärung. Ich dachte schon, ihr habt eine gespaltene Persönlichkeit. So, dann gehen wir jetzt nochmal dahin zu dieser Lesbe. Und schauen uns mal an, was es da gibt. Na, kack auf die Elfenwurzeln. Und gleich fehlt mir ein, zwei Elfenwurzeln. Nee, aber ich denke mal, diese Elfenwurzeln sind dafür da, um Tränke herzustellen. Einmal gerne rasten. Damit die Energie sich auffüllt, das wollten wir doch. Genau, und jetzt geht's weiter. Da. Ach so. Der wollte nur wissen, was der zugestoßen ist. Ja, ist doch kein Problem. Hallo. Kein Bock mitzureden? Flucht, Ritz, wo steckst du nur? Ich habe Ritz gerettet, natürlich. Ja, habe ich auch. Stimmt also. Ich habe Ritz gefunden und sie vor den Templern gerettet. Es geht dir gut. Danke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Kein Problem. Es ist hier draußen für jeden gefährlich. Ich bin froh, dass die Inquisition versucht, alles wieder ins Lot zu bringen. Alter, wie viel Macht habe ich denn mittlerweile? 14! Das ist natürlich ganz, ganz geil, so viel Macht zu haben. Ah, eine Wurzel. Soll ich jetzt eine Schnellreise machen? Oder soll ich... Ich würde... Da unten läuft was. Ah, nur ein paar Magier, also nichts Besonderes. Ich würde, wie gesagt, gerne eine Schnellreise machen zu der Stadt hier. Und diese Quest hier beenden, diese flache Atmungsquest. Ah, hier kann ich hinreisen. Reisen? Ja, reisen. Dann habe ich diese Quest nämlich auch schon abgegeben und wieder ein, zwei... ich glaube, einen Machtpunkt kriege ich dann wieder mehr und bin da ein bisschen mehr in der... wie nennt sich das? Meine Reputation, mein Ruf. Oder der Ruf der Inquisition ist dadurch dann wieder gestiegen und.
Und dann kann ich so langsam, aber sicher Richtung Redcliffe gehen. Ich glaube, hier war das, ne? Mit der flachen Atmung, wenn ich mich nicht irre. In dem Haus. So. War das hier? Bitte beeilt euch! Ja, wo denn? Ach da! Ich hab dich gar nicht gesehen. Bitte beeilt euch! Hier den Trank. Hier bitte. Der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Sylle segne euch, oder der Erbauer, oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Schließt euch der Inquisition. Ich werde ihn mir sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Dankeschön. Darauf habt ihr mein Wort. Flache Atmung abgeschlossen. So, und wieder einen neuen Verbündeten gewonnen. Kann man ja so sagen. Hier gibt es ja irgendwo einen Händler. Ist das ein Händler? Ja, das ist, das ist ein Händler. So. Es ist gut. Verkaufen. Präziser Langbogen. Vorschlaghammer brauchen wir nicht. Wow! Wieso ist der denn stärker als der? Der hat 86 Stärke, okay. Funkender Stab brauchen wir nicht. Räuber. Warum habe ich denn zwei davon? Ach, beide nur 80. Hauptmann Langschwert, auch nicht stark genug. Der Vorschlaghammer. Und dieses Stilett brauche ich auch nicht. Okay. Söldnerhand, Speerhaube. Braucht keiner. Schülerrüstung braucht keiner. Mittelschwere können nur Magier. Mittelschwere Abenteuerrüstung ist nur für menschliche Schurken. Und ein Söldnerharnisch, den braucht auch keiner. Das behalte ich mal. Und die Sachen kann ich, denke ich mal, auch verkaufen, wenn ich die nicht für irgendwas brauche. Okay. Wenn ich jetzt was kaufen möchte, was kannst du mir denn so Schönes anbieten? Hast du überhaupt irgendwas, was interessant für mich ist, mein Freund? Sieht leider nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das teuerste, was er mir geben kann... Alter! Das teuerste ist 17, ja, das heißt ja schon fast alles. Aufwertung und Zielmodul. Kritische Trefferchance, Haltbarkeit... Boah, keine Ahnung. Bianca Bogen 1? Was bedeutet das? Schaden, Angriff, Bonus auf kritische seltener Armschutz. Keine Ahnung einfach. Ah, er verkauft auch das. Verkauft er auch Rezepte? Was? Setzt bei der Explosion eine Zielsubstanz frei, die großen Bereiche in Brand steckt. Rezeptur, Brandsprengfeuer. Okay. So, was ist das hier? Scherben im Hinterlande. Und wir wollen einfach jetzt mal... Jetzt wirklich... erstmal nehmen wir das Lager ein. Und danach begeben wir uns wirklich... Wirklich... Richtung Redcliffe. Denn ich hoffe, in Redcliffe werde ich fündig nach neuen Ausrüstungsgegenständen. Weil ich gerne dieses Tor hier... Das Tor... Das Tor hier unten, wo haben wir es da? Ne, wo war ich hier schon? Ja. Das Tor hier unten. Risse am Zwergensohnpass. Das würde ich super gerne schließen, aber ich bin viel zu schwach dafür. Also die Leute, meine Jungs hier würden sterben. So. Gebt auf euch acht. Dort vorne sind Banditen. Oder etwas in der Art. Auf jeden Fall blockieren sie die Straße. Es sind nicht sicher Banditen? Erzählt mir von ihnen. Okay. Was könnt ihr mir über die Angreifer auf der Straße erzählen? Es sind mehrere Gruppen, von denen einige auch mit Bögen bewaffnet sind. Außerdem haben sie bessere Rüstungen als die meisten anderen hier. Es sind zu viele für uns. Wenn ihr da rausgeht, dann achtet darauf, dass sie euch nicht in den Rücken fallen. Sie nehmen keine Gefangenen. Okay. Ihr denkt nicht, dass es Banditen sind? Banditen warten ab, bis die Leute angreifbar sind und schlagen dann schnell zu, damit ihnen niemand entkommt. Diese Bastarde hingegen haben sich schon viel zu früh gezeigt. Ihnen geht es weniger um Beute als darum, die Leute zu vertreiben. Das heißt, sie sind entweder dämlich oder mehr als nur einfache Banditen. Und für dämlich sind sie zu gut bewaffnet. Na, schauen wir mal, ne? Danke für die Warnung. Ich bin ja auch so langsam, aber sicher ein wenig, Was ist das Blaue hier überhaupt? Was ist das, eine Mission? Ich soll einfach die Banditen wahrscheinlich verscheuchen, töten oder was auch immer. Ich
würde mich mal gerne mit denen anlegen. Ein Gesetzloser, ja super. Ein gesetzloser Bogenschütze. Das war's, Level 4. Und was noch? Banditen! Naja. Also bis jetzt seid ihr ja nicht wirklich was Besonderes. Muss man leider so sagen. Ah, die ist gar nicht schlecht. Ja, die schmeiß ich mal hin. So. Damit du keinen von uns töten kannst. Ja, ihr habt zwei Bogenschützen, ich habe vier Fernkämpfer. Meine Fernkämpfer sind stärker. Haha. So. Ich bezweifle, dass das schon alle waren. Ja, klar waren das nicht schon alle. Oh, was? Das war ein blauer Ring. Ring des verbesserten Kriegsschreis. Erhöht die Fähigkeitendauer um 30%. Ja, und er hier ist doch mein Fähigkeitsexperte. Ja. Da. Was? Nur Krieger. Ring der Blutung und Barriereschaden. Dann nehmen wir den Barriereschaden ab. Den hier will ich wegnehmen. Warte mal. So. Und der kritischen Trefferchance, den gebe ich den Varric. Und Barrieredurchdringung bekommt dann der Solus noch. So. Damit haben wir alle Ringe verteilt. Klar waren das noch nicht alle, aber es war jetzt auch keine große Herausforderung. Oh. Also es lohnt sich, glaube ich, hier lang zu gehen. Ja, es lohnt sich sogar definitiv, hier lang zu gehen. Es hat sich definitiv gelohnt. Warte mal. Wieso nimmt sie denn weniger... Ach so, Konstitution bedeutet Leben. Aber die viel mehr Rüstung, Verteidigung im Nahkampf ist noch geiler. Ja, na klar wird die Rüstung gewechselt. Ja, und die hat ein Schwert, eine Axt und ein Schild noch dazu. Also, das lohnt sich echt, die zu töten. Was ist das denn? Ach so, das ist ein Helm. Weil da gerade irgendwas mit Schaden stand, meine ich. Ihr bekleidet als Sucherin also die höchste Position innerhalb der Inquisition, habt aber trotzdem nicht das Sagen. Liliana hat denselben Rang wie ich, sofern unser Rang außerhalb der Kirche etwas bedeutet. Aber ihr wollt etwas bewegen, richtig? Ich habe die Inquisition ausgerufen. Red doch weiter. Meine Nachforschungen zufolge könnten die Altelfen hier in der Nähe Schutzzauber aufgestellt haben. Was ist das denn da hinten? Wenn wir die Artefakte finden, die sie benutzt haben, könnte uns das helfen, dieses Gebiet gegen Risse zu sichern. Da kämpft ein Schatten gegen... Warte. Nicht angreifen, Leute, nicht angreifen. Da kämpft ein Schatten gegen... Oh, das ist wirklich ein Altelf, glaube ich. So, mit der rede ich dann mal. So, wer bist du, was machst du hier, etc. pp, erzähl. Andaren Atishan. Ich hätte nicht gedacht, hier noch jemandem vom Blute der Delish zu begegnen. Ja, sicher. Mein Name ist Miris. Euren Waffen nachzuurteilen, seid ihr für den Kampf gerüstet. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Ja. Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen und ich habe keine Möglichkeit, die Risse zu schließen. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube, eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Es kann vermutlich nicht schaden, dem nachzugehen. Habt Dank. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Was? Aufladen. Wir werden konzentrierte magische Energie brauchen, um daran vorbeizukommen. Nope. Flachohr. Kriegt ihr das hin? Manu venin dalen. No problem. Also. Oh! Läuft bei dir.
bei den Flachohren. So. Jetzt sind wir schon zu 5 sogar. Ich habe jetzt keinen Bock, den Magier die ganze Zeit eigentlich zu steuern, aber geht wohl nicht anders. Dann machen wir es jetzt mal. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft habe. Ach, kein Problem. Was mit eurem Clan? Warum habt ihr euren Clan verlassen? Er wurde ausgelöscht. Von einem Dämon, den unser Hüter törichterweise beschworen hatte. Ich bin die einzige Überlebende des Clans Vernet. Ich war gerade auf der Suche nach einem neuen Clan, als die Bresche erschien. Das ist ganz sicher kein normales Feuer. Ich habe hiervon schon gehört, es jedoch noch nie zuvor gesehen. Man nennt es Schleifen. Es ist eine Art empfindsame Magie. Erinnerung an eine Flamme, die in dieser Welt an Orten brennt, an denen der Schleier liegt. So stark sind die jetzt auch nicht, muss man ja sagen. Das sind ja nur Level 3 Gegner. So. Eines der elfischen Artefakte ist ganz in der Nähe. Ich will erstmal ein paar Sachen plündern. Was ist das? Entzünden, okay. Okay. Ich will einfach nur die Dinger entzünden und fertig. Vielleicht bringt das ja was, wenn hier Licht ist. Das war's schon? Gibt's hier keine Sachen mehr? Ja, sofort, sofort, sofort. Das war das Gleiche, was... Ja, die Schutzzauber stärken den Schleier. Dieses Gebiet sollte für Reisende jetzt sicherer sein. Okay, das ist doch das Gleiche, was auch auf dem... in der Feste vorhin war. Wie, das war's schon? Dort. Wenn wir diesen Kristall aktivieren, sollte er auf die Stärke des Schleiers reagieren. Welchen? Erstmal ist hier eine Truhe. So, was möchtest du jetzt machen? Was möchtest du machen? Ich quatsch mal hier mit dir. Nun, das sollte sich als nützlich erweisen. Und wie es scheint, haben die Ahnen auch etwas für mich hinterlassen. Interessant. War's das oder wie? Ich denke, damit ist unser Bündnis beendet. Okay. Geht in Frieden, Fremder. Besonders? Hohoho, ich will euren Fund haben. Damit kann ich die töten. Besonderes? Was? Ach so, Solas. Mahalani Maglandival. Wir Enas Halin. Ich... Ihr habt vielleicht recht. Ah. Hier, nehmt es. Möge Mythals Segen euch begleiten. Der Solas hat mit der gesprochen auf Elfisch, obwohl er gar kein Elf ist. Und dann hat die wohl das Accessoire hier gegeben. Es verleiht einen Fähigkeitspunkt, wenn es ausgerüstet ist. Einmalig verwendbar. Dieses Amulett gewährt demjenigen, der es angelegt hat, einen Fähigkeitspunkt. Anschließend zerspringt es. Ach so. Der hat jetzt einen Fähigkeitspunkt bekommen. Okay, und das ist der normale Meister. Boah, was? Alter, ist das eine krasse Waffe. Das kann aber nur ein Schurke nehmen. Ich versuch's jetzt echt mal. Verstärkter Dolch und meisterhaftes Stilett. Alter, was müsste ich für einen Schaden anrichten? Was? Ausbalancierter Dolch. Ey, das ist doch unglaublich, der Schaden jetzt. Ja, ich möchte gerne mal sehen, was für einen Schaden ich jetzt mache. Ach ja, genau. Der ist doch aufgestiegen. Ah, hiermit könnte ich dann noch den Doppeldolch Fähigkeitsbaum machen. Den habe ich doch schon, ne? Hä? Warte mal, Verringerung macht es... Ach so, dass du angegriffen wirst, juckt da keinen. In Strauch und steuerst sie zurück und verringerst dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich erneut als Ziel wählen. 5 Meter Zauber. Ja, brauche ich das? Brauche ich erstmal nicht, oder? Ah,
Aber ein Feuerzauber könnte auch nicht schaden. Was? 300% des Waffenschadens. Du entfesselst eine gewaltige Explosion, die Gegner im Zielgebiet in Brand steckt. Brennen 50% des Waffenschadens. Und was ist das hier? Blitzfeuer. Du steckst einen Gegner in Brand und fügst ihm sengende Schmerzen zu, woraufhin er von Panik ergriffen wird. 300% des Waffenschadens. Angstdauer 8. Zusätzliche Angstdauer. Und was ist das? Entweder einzelner Gegner oder Gruppe von Gegnern. Die stehen eh nie zusammen, also nehmen wir mal den Einzelgegner. Erst einmal. So. Und jetzt geht's weiter. Jetzt erledigen wir die Banditen auf der Straße. So. Weil die haben gute Gegenstände. Und ich bin immer an guten Gegenständen interessiert. Wie man natürlich weiß. Ausbalancierter Langbogen, Ring des Flankenangriffs, gewöhnlicher Ring. Achso, beim Flankenangriff, ja. Ah, hier ist was. Schauen wir mal, wie viele. Eins. Zwei, drei, okay. Du musst mir einen Gefallen tun, Cassandra. Du musst den mal bitte angreifen. Und du attackierst die auch. Und du machst einmal das auf die. Okay. Alter, tot oder was? Nein, ich dachte schon. Ja, so stark ist das jetzt aber auch nicht. Muss ich sagen. Man muss ja irgendwie nah rankommen. Nein! Mann! Das ist natürlich noch ein Nachteil, wenn man Nachkämpfer ist. Bah. Ja, aber der Schaden ist doch schon gar nicht schlecht. Achso. Ja, das Problem ist halt, dass man hinterher rennen muss. Wie so eine Ratte. So, war's das? Bah. Da hinten. Da, haut er nämlich ab, der... Der Bubi. Sie ziehen sich zurück. Wir müssen ihnen nachsetzen. Ja, sicher. Oh. Hol dich der Erbauer. Kommt mal mit hier lang. Erstmal plündern wir, bevor wir hier weiterkämpfen. Sonst vergesse ich die Sachen noch oder die verschwinden auf einmal. Anonymer Brief bei einer Banditenleiche. Wir können bei dieser Operation keine Helden gebrauchen. Wir werden bezahlt, um dafür, dass nichts nach außen dringt und sich die Händler von der Oststraße fernhalten. Wenn es sinnvoll ist, könnt ihr einige Ziele entkommen lassen, damit sie rumerzählen, wie gefährlich die Gegend ist. Wenn nicht, töten wir sie unabhängig davon, auf welcher Seite sie stehen. Naja. Ihr werdet wohl eher getötet. Tut mir leid, aber ist so. Aggressiver Bogen. Ich so, boah, aggressiver Bogen. Und dann ist es einfach nur ein normaler Bogen, der nicht viel bringt. Was? Ach hier. Plündern, das ist doch nur eine Nachricht, oder nicht? Die Patrouillen gehen so weiter, wie wir es festgestellt hatten. Sollte es bei Zusammenstößen zu Verletzten kommen, kennzeichnet ihr die Stelle und zieht ihr euch in die Villa zurück? Wir müssen kämpferisch bleiben, um genügend Präsenz zu zeigen. Was für eine Villa? Und was ist das? Weltkarte. Das interessiert mich mal. Was heißt Weltkarte? Wenn ich da durchgehe, sagt er dann... Ah, okay. Man kann also hierhin reisen. Die Bedrohung bleibt bestehen. Suchen den Rats bla 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 auf. Oder wir reisen nirgendwo hin. Oder bleiben hier. Bleiben einfach hier. So, die Banditen müssen noch vertrieben werden. Vielleicht ist hier hinten ja noch irgendwas Geheimes. Nein, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt auch mal zu der Villa oder zu dem Lager der Banditenkönigin oder was auch immer das da hier sein soll. Erst einmal schauen wir nach. Klamm der Rebellenkönigin. So, wo ist denn die Königin?
Ich sehe hier nirgendwo einen starken Gegner. Ja, das ist der einzige. Gesetzloser Vollstrecker ist der einzige, der stark ist. Naja, egal. Du, mein Freund, du nimmst dir den hier vor. Genau. Beiden Maustasten. Du nimmst dir den hier vor. Und du nimmst dir auch den hier vor. Und du, mein Freund, nimmst dir auch den hier vor. Wir gehen erstmal alle auf den stärksten. So. Wow, was für eine Waffe, Alter. Fuck das nicht, fuck das nicht. Na, so viel Schaden macht der jetzt auch nicht. So, haben wir den schon mal gekillt. Das ist die Hauptsache. Jetzt nur noch die Bogenschützen. Oh, was für ein Schaden. Was für eine Angriff. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. So, hat er was Schönes für mich? Hier könnten wir unser Lager aufschlagen. Machen wir auch sofort. Das hatten wir ja sowieso vor. Also, was ist das? Irgend so ein Kraut. Dann haben wir hier wieder ein paar Items. Hier auch. Alter, die Bögen, ne, sind so schlecht, die ich hier finde. Ich habe einen Bogen, der hat Ring des verbesserten Schlafpulvers. Ödifikat Dauer um 30%. Ach so, zum Beispiel, dass man dann, unsichtbar ist. Lesen. Ach, Kacke, Alter. Probegabung waren mehr als Erfolg. Es ist äußerst überraschend, so nah an der Oberfläche derart große Mengen des Produktes zu finden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es wächst. Dieser Umstand ist... Das ist aber nichts, was die Banditen jetzt hier erzählt haben. Also nichts Interessantes für mich persönlich. Ich muss ja nicht jeden Brief lesen, um die Story zu verstehen. Was ist das hier? Da haben wir immer noch nichts. Alter, ich habe so viele Sachen gefunden. Und wir haben immer noch nichts so, was wir bauen können. Ach ja. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Hier hinten. Gab es hier hinten noch irgendwas? Nein. Okay. Tränke haben wir auch genug. Und ich hoffe, das ist der Weg nach Redcliffe. Nachdem ich das Eisen abgebaut habe, schaue ich dann nochmal nach. Ich glaube aber, das ist der richtige Weg. Ja, das wird der richtige Weg sein. Inventar, Waffen, meisterhaftes, präziser Langbogen, Boah, scheiße, ich habe hier gerade 100 gelesen. Schade, ich wollte schon sagen. Ausbalancierter Jagdlangbogen, auch schlechter. Oh, das kann doch nicht sein. Speerrüstung, die habe ich gerade. Leuchtendes, nur für diese Quani. Das ist eine Panzerung, die habe ich leider nur dem Krieger. Schwere Abenteuerrüstung kann auch nur ein Krieger nehmen, aber ist auch schlechter. Und Accessoires, Angriff und Treffer, Straucheln. Flankenangriff und das, ja, die beiden Sachen sind halt am wichtigsten für den Bogenschützen. Wenn ich über die Flanken angreife und halt, dass ich meine Unsichtbarkeit, meine Fähigkeiten länger andauern. Was ist denn jetzt los? Okay. Mal ein kurzer Freeze. Oh fuck. Oh, fuck. Nein, 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 nicht angreifen. Oh, shit, Alter, das ist ein Drache.
Alter, das ist ein Drache. So, Leute. Das ist ein Drache. Okay, das Spiel heißt Dragon Age, aber... Okay, ich dachte, das heißt nur so. Ha, das ist echt ein Drache, der ist auf Stufe 12. Die Viecher gerade auf Level 8 haben mich ja schon gekillt. Verdammt! Damit, mit dieser spannenden Stelle, verabschiede ich mich für diese Folge, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert diesen Channel für weitere Let's Plays von Dragon Age Inquisition und ich hoffe und ich erwarte sogar, dass wir uns in der nächsten Folge sehen, denn dann werden wir sehen, was der Drache mit uns veranstaltet. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.